Ja, hallo, hier ist der Michael vom Kanal IW77E. Dieses Video ist das 100. Video auf unserem Kanal. Und ich nehme das mal zum Anlass, um auf ein paar Zahlen unseres YouTube-Kanals zu schauen. Also bleibt dran. Seit 2 Jahren gibt es nun unseren YouTube-Kanal IW77E. Erstellt habe ich den Kanal, um über die Erfahrung mit unserem ersten Elektroauto, dem Kia e-Niro, zu berichten. Wir haben uns vorgenommen, über das Auto, praktisches Zubehör, so über das Laden und die Lademöglichkeiten bei uns am Niederrhein und auch über Ausflüge und Reisen mit unserem Elektroauto zu berichten. Jetzt gibt es mal ein paar Zahlen von unserem Kanal. Im ersten Jahr wurden unsere Videos 30.000 Mal aufgerufen. Und 150 Zuschauer haben unseren Kanal abonniert. Nach 2 Jahren sind es schon über 100.000 Aufrufe und 350 Abonnenten. Im Durchschnitt kommt also alle 2 Tage ein neuer Abonnent hinzu. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann haben wir in etwa 4 Jahren die magische Tausendergrenze erreicht. 100 Videos in 2 Jahren. Das ist im Durchschnitt fast ein Video pro Woche. Und wir wollen versuchen, dieses Tempo auch in diesem Jahr in Zukunft weiter beizubehalten. Was hat euch denn am meisten interessiert? Hier kommen mal die Top 10 des ersten Jahres. Das erste Laden bei Lidl hat euch sehr interessiert, obwohl es da gar nicht so viel zu sehen gab. Dann die Ladeerfahrung auf der Urlaubsfahrt. Die ChemWipe, die OpenWB-Montage, Tagesausflug, Ladevideos und so weiter. Nach 2 Jahren schaut die Top 10 so aus. Das erste Laden bei Lidl ist immer noch auf Platz 1. Die Ladeerfahrung der Urlaubsfahrt ist auf Platz 4 gerutscht. Von den 10 Top 10 Videos des ersten Jahres sind 5 davon auch noch in den Top 10 des zweiten Jahres vertreten. Am meisten haben euch dabei die Videos rund um das Laden interessiert. Videos über den e-Niro und das Reisen haben euch ungefähr gleich interessiert. Wenn man sich jetzt die Zahlen der Aufrufe anschaut und das mit den Zahlen der Abonnenten vergleicht, dann liegt der Anteil der Abonnenten so ungefähr bei 3 bis 5%. Da ist also noch reichlich Luft nach oben. Falls du jetzt das Video schaust und noch kein Abonnent bist, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mal den Abo-Button zu drücken. Wenn du den nicht drücken willst, wäre es nett, wenn du in den Kommentar schreibst, warum denn nicht. So. Jetzt mal zu den Aufrufzahlen. Die meisten Aufrufe gab es am 5.6. mit 1040 Aufrufen an einem Tag. Das waren dann 78 Stunden Wiedergabezeit. Und an diesem Tag haben wir das Video mit dem Ladechaos auf dem Wochenendausflug nach Stuttgart online gestellt. Eine Woche später, am 12.6., gab es 851 Aufrufe, als wir das Mautvideo von unserem Italienurlaub hochgeladen haben. Die zweitmeisten Aufrufe gab es am 4.4.2022 mit 853 Aufrufen, am Tag, nachdem wir das Video mit dem Verhalten des Lenkassistenten hochgeladen haben. Also, das Thema hat euch sehr interessiert. Und die meisten Abonnenten haben wir am 6.8.2022 dazu bekommen. Das war 2 Tage, nachdem wir das Video von dem S3XY-Cast-Treffen in Hannover hochgeladen haben. So, das war es jetzt von unserer Seite mit ein paar Zahlen zu unserem YouTube-Kanal. Nun seid ihr dran. Den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht nehmt ihr euch einen Moment Zeit und schreibt mal in einem Kommentar, was euch an unserem Kanal gefällt und was vielleicht nicht. Wir wollen ja auch besser werden und mehr Videos machen, die für euch interessant sind.
Was findet ihr gut an dem Kanal? Was können wir noch verbessern? Ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss!